Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu meinem Neuzugänge-Video April 2022. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja ihr Lieben, der April ist bei mir etwas explodiert. Es sind Vorbestellungen hier angekommen, es sind meine Favoriten an Neuerscheinungen hier eingetroffen, obwohl ich da erst Ende des Monats geguckt habe. Ich war wieder sehr, sehr fixiert auf Ella Frank und Brooke Blaine und habe mir da eine kleine Sammlung bestellt, einfach um nicht aus meinem Lesefluss rauszukommen und habe dementsprechend sehr, sehr, sehr viele Neuzugänge gekriegt. Ich habe Ende des Monats geguckt, so was sind überhaupt meine Favoriten an Neuerscheinungen gewesen. Ich habe das komplett aus den Augen verloren und habe dann gesehen, so, es sind ein paar Sachen neu rausgekommen, die ich mir dann noch bestellt habe. Und ja, ihr Lieben, es sind zwei große Stapel, die neben mir hier aufgestapelt sind. Und ich würde sagen, bevor das Video viel zu lange wird, starte ich direkt und zeige euch die Bücher, die im April hier eingezogen sind. Viel Spaß dabei! Ja, ihr Lieben, ihr werdet ja schon mitbekommen haben, dass ich sowohl die Fantasy-Bücherbüchse als auch die Liebesbüchse deabonniert habe. Aber trotz allem sind noch zwei Boxen, glaube ich, angekommen. Und ja, die Bücher sind dementsprechend natürlich auch bei mir eingezogen im April. Und das ist zum einen Legend Born. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass dieses Buch hier dann mit meiner letzten Bücherbüchse dann noch hier eingetroffen ist, weil das eine Special Hardcover Edition ist. Dieses Buch ist im normalen Verkauf nur als Taschenbuch erschienen und in der Bücherbüchse hat man das eben als Hardcover gekriegt. Libri Dubu hat das Ganze betitelt als diese Geschichte ist alles, was ich von moderner Fantasy will. Das Ganze ist von Tracy Dion und es sieht unheimlich toll aus. In diesem Buch geht es um: 3 Monate nach dem Tod ihrer Mutter will sich Bree Matthews am College wieder wie ein normaler Teenager fühlen. Doch dann wird sie Zeugin eines Dämonenangriffs und eine Erinnerung an die Todesnacht ihrer Mutter, die ihr durch Magie genommen wurde, stiehlt sich in ihr Bewusstsein zurück. Was ist wirklich in jener Nacht geschehen? Und was hat der geheime Bund der Legend Born damit zu tun? Bree ist wild entschlossen, Antworten zu finden. Aber was sie dabei entdeckt, übersteigt all ihre Erwartungen. Es klingt super, ich finde, es sieht unheimlich toll aus. Bücherbüchse hat dann natürlich auch wieder ganze Arbeit geleistet, was den Buchschnitt angeht. Also, ich freue mich sehr. Ich finde, das war eine schöne letzte Bücherbüchse, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ich trauere tatsächlich aber meinem Abonnement nicht hinterher. Bis dato habe ich es nicht bereut, weil man ja meistens die Bücher trotz allem auch so sich bestellen kann. Und ich bin einfach gespannt, ob irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo ich sage, jetzt möchte ich aber wieder. Aber bisher bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden ohne diese beiden Buchboxen. Dann ist eine Vorbestellung bei mir eingetroffen, nämlich Flame and Arrow Teil 2, Elfenkriegerin von Sandra Grauer oder Sandra Grauer. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine deutsche Autorin ist. Ja, im Ruhrgebiet ist sie geboren. Wow, ist eine deutsche Autorin. I didn't know that. ich habe das Ganze bei Graf vorbestellt, deswegen kam es total überraschend. Als es hier ankam, war ich so, okay, what's that? Und dann war das einfach der. Habe mich gefreut. Ich habe es signiert bestellt. Für Hannah, Drachen oder Fay, weiß ich noch nicht. Ich habe ja die Reihe noch nicht gelesen, also weder den ersten noch jetzt den zweiten. Hast du die richtige Wahl getroffen? Alles liebe Sandra. Hat sie mir reingeschrieben und dann waren wieder 2 Postkarten dabei. Das finde ich bei Graf immer sehr schön. Man bekommt dann auch immer noch diese Postkarten dazu. Und so sieht das aus. Genau, also ich habe mich noch nicht entschieden. Falls ihr die Reihe schon gelesen habt, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Team Fay oder Team Drachen seid. Dann sind wieder ein paar Mangas bei mir eingezogen und zwar 4 Stück desselben Mangaka. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich muss aber sagen, dass ich von ihm gar nicht so sehr begeistert bin, weil ich einige davon im April auch direkt schon gelesen habe, bis auf 1. Und zwar ist das zum einen Mehr als nur Freunde von Yuo Yodogawa. Den fand ich nicht so toll, weil ich auch finde, dass hier die Beziehung sehr toxisch dargestellt ist. Also der hat mir nicht so gefallen. Dann Bettgestöber, den mochte ich. Da geht es nämlich um Amatatsu, der immer wieder in Streit mit einem seiner Mitschüler gerät und dann bekommt eine Kopfnuss und landet irgendwie in einer Parallelwelt, wo er mit genau diesem Schüler eine feste Beziehung führt. Und als er dann wieder in seiner Welt ist, fragt er sich, ob nicht in seinem Mitschüler, der eigentlich sein Erzfeind ist,
Gefühle für ihn lodern, von denen er nur nichts weiß, und geht dem halt nach. Den fand ich sehr, sehr süß, der hat mir gut gefallen. Dann habe ich vom selben Mangaka noch Catch My Heart. Den fand ich wieder irgendwie ein bisschen zu übertrieben. Den fand ich wieder irgendwie komisch. Und dann habe ich hier noch Spiel mit meinem Herz oder Spiel nicht mit meinem Herz. Hups. Und den habe ich noch nicht durchgelesen. Und Leute, ich finde es halt, bei einem Manga ist es super, super schwierig. Oder ich glaube, das spricht dann schon sehr gegen den Autor oder dagegen, dass es einem gefällt, wenn man bei einem Manga, für den man vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde brauchen würde, stoppt und den ganzen Monat nicht weiterliest. Ich habe Mangas super schnell gelesen, aber hier habe ich angehalten. Ich habe bis dato nicht weitergelesen und ich habe das so, ich würde mal sagen, Mitte April angefangen. Es spricht nicht unbedingt für das Buch und es spricht auch nicht für den Mangaka, dass ich von vier seiner Mangas nur einen gut fand. Ich hoffe, dass ich im Mai wieder ein bisschen mehr in das Manga-Genre reinkomme. Ich habe mir wieder ein bisschen was bestellt und bin gespannt, ob ich die wieder ein bisschen mehr mögen werde. Aber ich glaube, ich habe einfach den Fehler gemacht. Ich habe die halt alle bestellt, weil ich halt während des Lesens herausgefunden habe, dass die alle auch irgendwie zusammenhängen, dass ich dann halt nur von diesem einen Mangaka-Mangas bestellt habe und dann halt leider hauptsächlich welche hatte, die mir nicht gefielen. Aber mal gucken, ob ich das immer jetzt wieder ändern kann. Säuligen dann hat natürlich, wie gesagt, also es sind noch einige Neuerscheinungen, die bei mir eingezogen, aber ich habe halt auch meine Ella Frank-Sammlung, so gut es ging, erweitert und habe da so einiges bestellt. Einiges davon habe ich auch schon gelesen. Da müsst ihr in meinen Lesemonat dann umschalten. Einiges davon habe ich noch nicht gelesen. Das habe ich jetzt aber natürlich im Mai vor. Also meine Obsession mit diesen beiden Autoren, Ella Frank und Brooke Blaine, hält weiterhin an. Und ich glaube, ich bin bald an einem Punkt angekommen, wo ich nichts mehr weiter kaufen kann, weil es nichts weiter mehr gibt. Und da habe ich jetzt schon Angst vor. Eine Reihe hat Ella Frank noch angefangen, aber da muss ich dann immer auf den nächst weiteren Band warten. Das Problem bei Ella Frank ist, dass sie immer ihre Bücher mit einem Cliffhanger endet. Ich habe wirklich Schiss, an diesen Punkt zu kommen, wo ich alles gelesen habe und mein Herz, Leute, es tut mir leid, ich switche so oft ins Englische momentan, weil ich einfach nur Englisch lese und ich würde mich sehr, sehr gerne mit meinen Leuten und Freunden nur auf Englisch unterhalten, aber niemand möchte das. Naja, auf jeden Fall, mein Herz wird wahrscheinlich zerbrechen. Der Tag wird bald kommen. Mitte des Jahres wird es soweit sein. Und dann werde ich nicht mehr wissen, was ich weiterhin lesen soll, weil es wird schwierig werden, das zu toppen. Aber gut. Ich will nicht jammern, ich zeige euch das mal alles. Zum einen ist das die Exquisite-Serie. Das ist, glaube ich, sogar die erste Serie von Ella Frank. Und zwar ist das diese dreiteilige Reihe, die da beginnt mit Exquisite, wo es um Lena O'Donnell und Mason Langley geht. Damit hat alles angefangen. Alle Buchreihen von Ella Frank und Brooke Blaine, die in irgendeiner Form zusammenhängen, beginnen hier, ihr Lieben. Hier. ja, das Ganze geht weiter mit Entis, Exquisite Series Book 2. Und dann kommen wir zu Edible, Exquisite Series Book 3, das dann quasi weiterführt zur Temptation-Reihe, zu der ich ja schon sehr, sehr viel erzählt habe, denn hier geht es um Cole Madison und Cole Madison ist der Bruder von Logan, den wir in der Temptation-Reihe sehr viel besser kennenlernen. Ja, Exquisite habe ich schon gelesen, die anderen beiden noch nicht. Falls ihr zu Exquisite etwas wissen möchtet, dann schaut in meinem Lesemonat vorbei. Die anderen fehlen mir noch die beiden hier. Das Vergnügen hatte ich noch nicht, aber werde ich bald haben. So, dann habe ich mir eine Reihe, ich weiß jetzt nicht, wie diese Reihe genannt wird, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, vielleicht steht es ja vorne. Sunset Cove. Okay, als nächstes habe ich mir die Sunset Cove-Dilogie von Ella Frank zugelegt. Das ist diese Reihe hier, die da beginnt mit Finley, wo es um Daniel Finley geht, der sich in seinen Professor Brantley Hayes verliebt. Und dann endet das Ganze schon mit Teil 2, wo es um Derek Pearson geht, den besten Freund von Daniel Finley, der sich in Jordan Devaney verliebt. Und die Geschichte fand ich auch sehr, sehr süß, weil sie über mehrere Jahre hinweg spielt und dementsprechend eine sehr heartbroken, eine sehr, sehr herzerreißende Geschichte über zwei Menschen erzählt, die sich unheimlich lange kennen, immer wieder ihr Fels in der Brandung sind, aber sehr, sehr lange brauchen, um wirklich zusammenzukommen. Und ich fand es super, super süß und ja,
Also die habe ich auch beide schon gelesen. Zu diesen Büchern könnt ihr euch sehr, sehr gerne informieren, wenn ihr meinen Lesemonat schaut. Die fand ich sehr, sehr süß. Und die werden dann weitergeführt. Nämlich ist das die Prelog Series, die da aus drei Bänden besteht, die ich auch schon alle drei gelesen habe. Mehr dazu auch im Lesemonat. Und zwar ist es beginnend mit Aced. Der zweite Teil ist Locked. Und der dritte Teil ist Wedlocked. Und in dieser Reihe geht es um Ace Locke, der ein sehr, sehr, sehr berühmter Action-Filmstar ist. Und es geht um Dylan Prescott, der gerade als Model durchgestartet hat. Und die beiden lernen sich kennen, weil Dylan quasi auch in dem neuen Film von Ace eine kleine Rolle ergattern konnte. Und das Ganze führt zu einer ganz fantastischen dreiteiligen Buchreihe, die euch das Herz stehlen wird. Es wird euch rausgerissen und zerquetscht. Ich liebe Ella Frank und Brooke Blaine einfach so. Ich glaube, ihr könnt es gar nicht so richtig nachvollziehen, aber ich bin so hin und weg. Und was ich euch immer und immer wieder empfehlen kann, ist, falls euch das interessiert, mal was von denen anzufangen, informiert euch wirklich vorher, in welcher Reihenfolge man die Bücher lesen sollte, weil da wirklich alles zusammenhängt, Leute. Alles. Ich werde mal versuchen, das vielleicht irgendwo aufzuschreiben, wie, in welcher Reihenfolge das irgendwie am besten passt. Falls es euch interessiert, kann ich ein Video dazu machen. Ich glaube allerdings, ihr lest eigentlich eher andere Sachen. schreibt es mir ansonsten in die Kommentare, dann kann ich das gerne mal tun. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist, die Bücher alle auf Englisch zu lesen. Es sind ja auch bisher erst eine Reihe auf Deutsch übersetzt und bei einer sind sie gerade dran. Allerdings ist die Übersetzung grauenvoll. Wirklich grauenvoll, absolut und überhaupt nicht empfehlenswert. Ihr solltet auf jeden Fall beim Original bleiben. Das ist in dem Fall wirklich das Beste. Ja, die drei. Dann ist bei mir von Brooke Blaine eingezogen: A Little Bit Like Desire, A Little Bit Like Love. Das ist die Reihe, die dann auch bei der Dare-2-Reihe quasi fortgesetzt wird. Und zwar geht es in A Little Bit Like Love um Jackson Davenport und um Lucas Sullivan, die sich als Jugendliche kennenlernen, leider durch ganz furchtbare Umstände getrennt werden und nach Jahren wieder treffen. Und dann haben wir A Little Bit Like Love, A Little Bit Like Desire, Entschuldigung, wo es um Trent Knox geht, der gerade, er ist unfassbar berühmt, weil er in einer sehr, sehr erfolgreichen Rockband der Leadsänger ist. Und weil er dort sehr unzufrieden ist, ja, steigt er einfach aus und begibt sich in den Ort seiner Kindheit, nämlich South Haven. Und dort lernt er Shaw Jennings kennen, einen Tattoo-Artist. Und die beiden verlieben sich. Also wirklich, wirklich auch eine ganz, ganz fantastische Reihe, habe ich auch beide tatsächlich im April gelesen. Ja, und um das Ganze komplett zu machen, ist danach die Fallen Angel-Reihe bei mir eingezogen, die da dann um die Band dreht, die Trent Knox quasi verlässt. Und zwar sind das die Bücher hier. Das ist zum einen Halo, der quasi dann zur Band kommt. Also in Halo geht es halt wirklich darum, dass jetzt eben diese Band ohne Leadsänger dasteht und jetzt einen neuen Leadsänger sucht und sich neu erfinden muss. Ja, der neue Leadsänger wird Halo und Halo bringt quasi so ein komplett neues Image in diese Band. Und ja, das Problem an der Sache ist, dass sich einer der Bandmitglieder, nämlich Viper, in Halo verliebt. Und um die beiden geht es in den ersten drei Teilen der Fallen Angel-Reihe und eben auch in Angel. In Angel wird die Story von diesen dreien abgeschlossen. Dann gibt es zu dieser Reihe noch eine kleine Kurzgeschichte, wo es um Halos Schwester geht, nämlich Imogen. Und dann gibt es noch diese Zusatzgeschichte dazu, Lust, Hate and Love, wo es um den Bandleader geht. Also irgendwie den, der diese ganze Band zusammenbringt und irgendwie das Sagen hat, nämlich Killian und sein Manager Levi. Ja, diese Reihe habe ich tatsächlich auch schon komplett im April gelesen. Ich kann sie euch nur empfehlen. Ich finde, das war wieder eine der wirklich Top-Reihen von Ella Frank und Brooke Blaine, die mich komplett aus dem Hocker gerissen hat und wo ich hier rumgerannt bin wie ein quietschendes Etwas. Die dramatischen Szenen in dieser Serie sind einfach der Wahnsinn. Und das hier war schon wieder sehr, sehr besonders. Sehr, sehr besonders. Ich fand es wirklich, wirklich ganz fantastisch. Dann, ihr Lieben, war ich mit meinem Mann, weil wir eine Woche Urlaub hatten im April, haben wir Blanche besucht. Wir waren in Dresden. Wir sind,
dienstags abends losgefahren oder Dienstag gegen Nachmittag, sind abends angekommen, sind essen gegangen, haben uns schon mal so ein bisschen Dresden angeguckt, sind dann den kompletten Mittwoch da gewesen, haben uns die Frauenkirche angeschaut, waren natürlich shoppen, haben uns Moritzburg angeguckt, weil wir mussten doch natürlich herausfinden, wo Aschenbrödel gedreht wurde. Zwar wurde Aschenbrüttel nur außerhalb Moritzburgs gedreht, also nicht in Moritzburg selbst. Das sind dann, glaube ich, wirklich Filmsets gewesen, weil es ja super lustig ist. Ne? Aschenbrödel läuft ja diese Treppe hoch zu Moritzburg quasi und guckt dann so unten in die Fenster rein. Und das Lustige ist, dass eigentlich die Zimmer von Moritzburg im ersten Stock sind. Das heißt, sie hat da irgendwo in den Innenhof geguckt, aber total geil. Und wir haben dann die Treppe gesucht, wo sie hochgelaufen ist im Film. Und es war total fantastisch. Also hat wirklich Spaß gemacht. Aber natürlich habe ich da auch Bücher geshoppt. Und das erste Buch, was mir da in die Finger gefallen ist, ist eins, das Blanche aussortiert hat. Also ich hatte da wirklich Glück. Sie hatte eine Kiste von Büchern, die sie aussortiert hatte. Und irgendwie hatte ich das nicht mitbekommen, obwohl wir uns ja eigentlich jeden Tag sprechen über Sprachnachrichten. Und zwar hat sie das hier aussortiert von Alice Oseman, I was born for this. Und ich finde es mega geil, weil ich ja von Alice Oseman genau diese Ausgaben sammle und ich habe auch schon ein paar. Ich habe Nick and Charlie, ich habe This Winter, ich habe ich Solitär in der Ausgabe schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Radio Silence habe ich, glaube ich, auf jeden Fall schon. Ja, und jetzt hat sie mir das dann quasi einfach so mitgegeben. Ich musste ihr nichts dafür geben, habe mich mega drüber gefreut und ja, finde das sehr, sehr cool. Also ich mag Alice Oseman. Ich meine, wir sind ja momentan, glaube ich, alle im Hype. Ich glaube, ihr könnt mir da alle recht geben, dass wir momentan alle geflasht sind von der Heartstopper-Serie, die ich persönlich schon so gefühlte 10 Mal geguckt habe. Ich habe sie, als sie freitags erschien, morgens von 9:30 bis 20:20 komplett durchgesuchtet auf Deutsch, habe sie abends nochmal komplett auf Englisch geguckt, im Originalen, und habe sie in der Zwischenzeit schon so gefühlt 50.000 Mal nochmal gesehen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sie das wirklich ganz fantastisch gemacht haben, mal ganz abgesehen davon, dass Alice Oseman ja sogar selber in der Serie ganz kurz zu sehen ist. Ich liebe es total. Ich freue mich auf weitere Staffeln. Ich weiß ja schon, wie es weitergeht. Ich habe ja die Bücher alle gelesen und habe auch schon auf Webtoon das gelesen, was sie schon weiter gezeichnet hat über die Bücher hinaus. Also, es ist fantastisch. Ich liebe es total. Alice Oseman ist toll. Hat einfach geile Bücher, geile Charaktere, geile Botschaften. Und deswegen sammle ich halt diese Bücher hier. Freue mich sehr, dass der hier eingezogen ist. Und dann waren wir shoppen. Und beim Shoppen habe ich, jetzt lasst mich mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher gekauft. Okay, eins davon ist ein Manga, aber ich habe 6 Bücher gekauft. Ah, ja, ich hatte Lust, Bücher zu kaufen. Und wir waren dann halt mal in einer anderen Stadt, mal woanders. Und ich bin ja sowieso so, wenn ich im Urlaub bin und man kann irgendwo deutschsprachige Bücher kaufen, dann nehme ich da ein Buch mit. Und das habe ich eben diesmal auch getan und habe zum einen erstmal in der Boys Love Manga Abteilung geguckt und habe da auch 2 Bücher gefunden, die ich mir mitgenommen habe. Nämlich waren das welche, die auch schon auf meiner Wunschliste waren, nämlich BJ Alex. Das ist ein Manga, wo es eben um einen jungen Streamer geht, nämlich BJ Alex, der quasi in seinen Streams eine Maske auf hat, sodass ihn keiner erkennt. Er macht sehr erotische Streams und hat auch eine große Fangemeinde. Und dann haben wir Dong Yun. Dong Yun ist ein junger Mann, der eben den Stream von BJ Alex immer guckt und ihm auch immer Geld zukommen lässt. Bei Streams kann man ja mal so 5 Euro, 10 Euro, dies, das spenden. Und das macht er halt auch. Und weiß natürlich dementsprechend genau, wie der Körper von BJ Alex aussieht. Man kennt zwar das Gesicht nicht, aber er, ne, ihr wisst schon. Und eines Tages ist es so, dass er mit anderen Studenten aus seiner Uni feiern geht. Er ist total besoffen, wird von jemandem nach Hause gebracht, nämlich, wie heißt er denn? Yong Wei oder so. Und als er ihn vollreiert und dieser sich auszieht, merkt er halt, scheiße, das ist BJ Alex. Ne? Er kennt den Körper von ihm und das muss er sein. Und jetzt haben die beiden ein Problem, weil BJ Alex will natürlich nicht geoutet werden. Er möchte nicht, dass irgendjemand weiß, dass er BJ Alex ist. Und deswegen, ja, müssen die beiden jetzt irgendwie miteinander zurechtkommen, weil hier Dong Yun halt ein Riesenfan von ihm ist. Und das ist süß. Ich habe es auch schon gelesen. Was ich ein bisschen schwierig fand, ist, dass irgendwie die Story auf mehrere Bände aufgeteilt worden ist, obwohl so gefühlt, also hier, das ist ja ein Band, der ist auch nicht sehr dünn, also der hat schon ein paar Seiten, aber irgendwie passiert so gefühlt nichts. Also es passieren so 2, 3 Sachen und dann ist er schon wieder vorbei und irgendwie habe ich das Gefühl so, okay, mehr Story in mehr Bücher gepackt, als hätte sein müssen so. Also man hätte halt auch einfach 2 Bände und gut, also es hätte zu Ende sein können, aber es kommt noch ein dritter und ich glaube, ich habe sogar gesehen, dass noch ein vierter kommt, für das, dass die beiden zum Schluss wahrscheinlich einfach zusammen sein werden und
Weiß ich noch nicht, ob ich da zum Schluss mit dann happy sein werde, so, oder ob ich mir so denke, okay, hätten auch irgendwie zwei Teile bleiben können. Man hätte das einfach irgendwie nicht so lang ziehen müssen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir dann ja auch direkt Teil 2 geholt und auch direkt gelesen. Mehr dazu gibt es in meinem Lesemonat. Ich finde es halt unfassbar schön gezeichnet. Es ist sehr plastisch gezeichnet, nicht sehr skizzenhaft. So viele Mangas sind ja sehr skizzenhaft gemacht, aber die hier sind halt wirklich sehr plastisch gezeichnet. Das gefällt mir sehr gut. Also ich mag die Zeichnungen, die sind sehr, sehr schön. Aber ich hoffe irgendwie, dass da noch ein bisschen mehr Input kommt, was die Story angeht. Genau, dann habe ich mir noch eine Light Novel gekauft. Also etwas, das erstmal lustigerweise aussieht wie ein Manga, aber keiner ist, sondern eine Light Novel, weil ich davon schon sehr viel gehört habe und weil ich die halt auch zum einen wunderschön finde. Und zwar ist das The Grandmaster of Demonic Cultivation. Das ist zum einen der erste Band Wiedergeburt. Ich habe mir die im Hardcover geholt, einfach weil die im Hardcover so einen schönen Buchschnitt haben und im Taschenbuch glaube ich nicht. Und dann noch den zweiten Heimtücke. Ja, und worum geht's? Wei Wuxian, einer der mächtigsten Männer seiner Generation, wird aufgrund seiner dämonischen Fähigkeiten gefürchtet und für den Verrat an seinem eigenen Clan gehasst. Daher hallen nach der Verkündigung seines Todes Jubelschreie durch das ganze Land. Jahre vergehen, bis Wei Wuxian durch ein Opferritual zurück in die Welt der Lebenden, in den Körper eines Fremden, beschworen wird. Er versucht, seine wahre Identität geheim zu halten, trifft jedoch auf einen alten Bekannten, den attraktiven und rechtschaffenen Lan Wangji. Dieser ist mittlerweile immun gegen Wei Wuxians Neckereien, was diesen natürlich nicht von den Versuchen abhält, die ruhige Haltung Lan Wangjings ins Wanken zu bringen. Als die beiden erneut in dunkle Machenschaften hineingezogen werden, müssen sie sich nicht nur ihren Gefühlen füreinander, sondern auch bösartigen Geistern und feindseligen Clanmitgliedern stellen, um die in dichten Nebel gehüllten Wahrheiten ans Licht zu bringen. Die weltberühmte chinesische Voice of Light Novel Vorlage für den Manhua, den Donghua und die Live-Action-Serie. Okay, das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, was ein Manhua ist, ich weiß nicht, was ein Donghua ist, aber falls ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne sagen. Also es ist eine Fantasy-Boys-Love-Manga-Reihe und ich habe halt schon echt viel Gutes drüber gehört. Deswegen habe ich mir die geholt, beide mit diesen wunderschönen Buchschnitten. Ich finde sie wirklich sehr, sehr hübsch und freue mich drauf, sie bald zu lesen. Das ist halt wirklich eine Light Novel, das heißt, wir haben Text und ja. Finde ich cool. Freue ich mich drauf. Habe ich bis dato noch nicht gelesen, aber ja, freue ich mich auf jeden Fall. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, auf das ich mich auch schon länger gefreut habe, obwohl ich mich... Also es ist wirklich fett. Es ist ein sehr, sehr, sehr fettes Buch. Und ich habe zuerst den Film gesehen. Denn der ist vor nicht allzu langer Zeit auf Netflix erschienen. Und zwar ist das Through My Window. Ich sehe nur dich von Ariana Godoy. Das Ganze ist ja, glaube ich, Wattpad. Genau, hier neben steht es auch. Von Wattpad. Und ist verfilmt worden, auf Netflix zu sehen. Und es hat irgendwie so ein bisschen was wie After Passion. Das ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Etwas, was jetzt nicht krass geil gemacht ist, aber einen trotzdem irgendwie mitzieht. So. Und ich habe den Film echt gerne geguckt, muss ich sagen. Und deswegen wollte ich halt wirklich auch gerne das Buch mal lesen. Mal gucken. Ich meine, die Story dahinter kenne ich ja nun schon. Aber ich bin fasziniert. Ich bin fasziniert. Ich möchte es gerne lesen. Und ich meine... Wattpad steht jetzt nicht unbedingt dafür, dass es mega die Qualität hat, aber Wattpad ist schon sehr aufs Publikum ausgerichtet. Also Wattpad-Bücher werden nur bekannt, weil Menschen da draußen sie gefeiert und geliebt haben. Und deswegen bin ich gespannt, wieso dieses hier so beliebt geworden ist und warum man sich dazu entschieden hat, einen Netflix-Film draus zu machen. Und ja, was ich hasse, ist, dass das hier kein Kleber ist, sondern das ist aufgedruckt. Das heißt, das kriegt man nicht ab. Das finde ich scheiße. Also Piper Verlag, das habt ihr verkackt. Aber ja, mal gucken. Also da freue ich mich drauf, weil der Film, da war ich schon wirklich sehr mitgezogen. Obwohl es jetzt nicht eine bombastisch geile Story ist, aber ich war irgendwie drin. Das war genau das Drama, was ich jetzt gerade irgendwie mag. Und ja, finde ich cool. Habe ich mir direkt geholt, weil als ich das gesehen habe, war ich so, okay, I need that. Dann habe ich noch durch Zufall gesehen, dass ein Manga jetzt erschienen ist. Den ich auf meiner Wunschliste hatte. Und zwar ist das Fangirl, Leute. Endlich, wie mega ist das denn? Ich weiß nicht, ob ihr Fangirl von Rainbow Rowell kennt. Ich habe es ja gelesen. Ist irgendwo in Kisten in diesem Haus versteckt. Und dann habe ich letztens gesehen, dass dazu jetzt ein Manga rauskommt. Das ist der erste Teil. Also es wird wahrscheinlich mangatechnisch noch mehrere Bände dazu geben. Und das finde ich total cool. Hier hinten sieht man Simon und Bass, weil Simon und Bass von...
von Carry On von Rainbow Rowell sind ja quasi aus der Feder von dem Mädel und dass es im Fangirl geht. Sie schreibt ja Simon und Bess, die Fanfiction. Und love it! Ich finde es so cool. Ich habe das echt durch Zufall gesehen und dann war klar, dass ich es mir mitnehmen musste. Das war halt einfach wirklich, ich habe das gesehen, dachte, ja, okay, da geht jetzt kein Weg dran vorbei und dann habe ich das natürlich auch gekauft. Dann habe ich noch eine kleine Kurzgeschichte mir zugelegt. Und zwar ist das diese hier, Believe Me, eine Shatter-Me-Novella. Die hatte ich schon einige Zeit auf dem Plan. Ich glaube aber, dass die jetzt erst ganz frisch erschienen ist. Auf jeden Fall, ja, ist jetzt zu der Shatter-Me-Reihe noch eine kleine Kurzgeschichte rausgekommen, wo es um Juliet und Warner geht. Und das finde ich natürlich super, weil ich Juliet und Warner einfach super finde. Ich liebe diese beiden. Ich würde auch Shatter Me gerne nochmal lesen. Also die letzten Bände sind noch sehr in meiner Erinnerung drin, weil ich die ja erst vor kurzem gelesen habe. Aber die ersten drei, gerade auch die Story von Juliet und Warner, ich würde es sehr, sehr, sehr gerne nochmal lesen, weil ich das ja auch damals so fantastisch fand und ich würde es gerne nochmal für mich entdecken so. Und ja, hier ist jetzt eine kleine Kurzgeschichte zu den beiden nochmal rausgekommen. Nach dem Ende von der Shatter Me-Reihe brauche ich das aber auch und freue mich da sehr drauf, das zu lesen. Und ja, dann ist ein Leseexemplar bei uns im Laden angekommen zu einem Buch, das im Juli anscheinend erscheinen wird. Und das habe ich mir sofort mitgenommen, weil das sich mega geil angehört hat und vor allem auch, glaube ich, in der Vorschau steht für alle Fans von Avatar, der Herr der Elemente. Und zwar ist das Air Awoken von Elise Kova. Und das klingt so nice, Leute. Seit jeher fürchtet Valar Magie, bis eine einzige Nacht ihr Leben in der Bibliothek von Solaris für immer verändert. Aldrich, Kronprinz und mächtigster Feuerzähmer des Reiches, wurde im Krieg tödlich verwundet. Als Valar sein Leben rettet, erwacht ihre Luftmagie und schmiedet ein unzerstörbares Band zwischen ihnen, denn Valar ist eine Windläuferin, die erste seit 150 Jahren. Während sie und Aldrich sich immer näher kommen, muss Valar eine Entscheidung treffen: ihre Magie annehmen oder ein für alle Mal aufgeben. Doch ihre Kräfte sind gefürchtet und könnten Solaris alles kosten. Oh mein Gott. Und Leute, es sieht halt wunderschön aus. Es wird eine Reihe werden. Soweit ich das weiß, wird es eine Reihe von mehreren Bänden werden. Und die werden unheimlich schön. Ich meine, guckt es euch an. Die werden einen ganz, ganz tollen Buchschnitt haben. Ich bin begeistert, alleine schon vom Aussehen. Freue mich sehr auf die Geschichte. Bin gespannt. Hab noch nicht reinschauen können, aber Avatar fand ich fantastisch. Avatar, der Herr der Elemente, ist für mich ja Jugend. Sowas von. Ich bin damit aufgewachsen. Ich liebe es. Und wenn das auch nur ansatzweise so in diese Richtung geht und von den Gefühlen her mich packt, dann wird es einfach toll werden. Deswegen, ja, da freue ich mich sehr drauf. So, dann ist ein vorbestelltes Buch der Bücherbüchse bei mir eingetroffen. Und zwar Das unglaubliche Leben des Wallace Price, der neue von TJ Klune, in einer exklusiven Hardcover-Ausgabe von Bücherbüchse. Das Ganze mit sehr, sehr, sehr krass buntem Buchschnitt. Passend eben zu den Häusern, die hier vorne drauf sind. Und dann war da eben auch noch ein Leserbrief dabei. Ja, finde ich schön, freue ich mich drauf. Ich weiß nicht so genau, worum es geht. Als der erfolgsverwöhnte Anwalt Wallace Price eines Tages tot umfällt, landet er in der Zwischenwelt. Dort erwartet ihn der Wächter Hugo, der Wallace auf seine Reise ins Jenseits vorbereiten soll. Doch Wallace ist noch nicht bereit für die Ewigkeit und so wird ihm Zeit gewährt, um seine Angelegenheiten zu ordnen. Zeit, in der Wallace den wahren Sinn des Lebens entdeckt und die Liebe findet. Oh, wie süß! Ist aber schwierig, da er ja tot ist, ne? Aber finde ich cool. Ist auch vorne eine Unterschrift drin. Ja, sehr, sehr cool. Freue ich mich sehr, vor allem, dass es Hardcover sind. Und ich glaube, den Vorgänger finde ich, bekomme ich auch noch im Hardcover. Dann, ihr Lieben, eine Sache, die natürlich für mich ein absolutes Muss war und was ich natürlich auch vorbestellt hatte, war dieses hier: Summer of Hearts and Souls von Colleen Hoover, das ich bei Graf vorbestellt hatte, weil man es da mit unpersönlicher Signatur bekommen hat. Und das ist der neue Colleen Hoover. Ich könnte mich nicht mehr darüber freuen, dass jetzt gerade in diesem Frühjahr jetzt schon der zweite Colleen Hoover hier bei mir angekommen ist. Und ich hoffe, dass er mich genauso umhauen kann wie der davor. Ich hätte nicht gedacht, dass es viele Leute auf der Welt gibt, die so sind wie ich, sagt Samson. Du denkst, dass wir uns ähnlich sind? Ich bin versucht zu lachen, aber seine Miene ist todernst. Ich glaube, wir sind uns viel ähnlicher, als du denkst, Bayer. Nie hätte Bayer gedacht, dass ausgerechnet Samson, der superreiche, attraktive Nachbar, ihrer neuen Stieffamilie ähnliche
ähnliche Abgründe in sich trägt wie sie selbst. Suchtfaktor, grenzenlos, Emotionen und endlich den neuen Liebesroman von Colleen. Oh mein Gott. Ah, Leute, ich bin ja jetzt schon hin und weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der hat nur 314 Seiten, also ist eigentlich echt nicht so krass viel. Und dementsprechend denke ich, also ich hoffe, dass ich ihn dann bald auch direkt lesen werde, weil Colleen Hoover hat genau das, was ich gerade suche. Dieses Touch-Drama, Liebesgeschichte, gut erzählt, auch ein bisschen Erotik meistens mit drin. Also genau das, was ich jetzt gerade feiere und liebe. Und deswegen gehe ich mal fast davon aus, dass ich den, sobald ich mit Anna Frank durch bin, dann mal lesen werde. Ja, ihr Lieben, dann ein Buch, das wahrscheinlich bei 90% meiner Zuschauer vielleicht auch eingezogen sein dürfte, nämlich Lonely Heart von Mona Kasten. Ich habe mir das vorbestellt gehabt. Natürlich ist es in dieser wunderschönen Erstauflage eingetroffen, wo auch vorne ein kleiner Leserbrief von der Autorin mit abgedruckt ist. Was soll ich sagen? Ich finde, es sieht wunderhübsch aus. Ich finde, dass es ganz fantastisch geworden ist von dem, wie es aufgemacht ist. Ich liebe es, dass Lück sich dazu entschieden hat, es als Hardcover rauszubringen und freue mich einfach, weil Mona Kasten ist einfach toll. Rosie kann nicht glauben, dass sie Scarlett Luck für ihre Webradioshow interviewen darf. Nicht nur verfolgt sie die Band seit Jahren, ihre Lieder haben sie auch durch die schwerste Zeit ihres Lebens gebracht. Vor allem Adam, der Schlagzeuger, fasziniert sie. Nicht zuletzt deshalb, weil über ihn nur bekannt ist, dass er seit Jahren keine Berührung duldet. Von niemandem. Aber dann steht die Band schließlich in Rosies kleinem Studio und alles geht schief. Das Interview muss abgebrochen werden und Wellen aus Hass prasseln online auf Rosie nieder. Als sie sogar auf der Straße von Fans angegriffen wird, laden Scarlett Luck sie kurzerhand auf ein Konzert ein, als Zeichen, dass sie die Sache hinter sich lassen wollen. Plötzlich steht Rosie ein zweites Mal vor Adam. Adam, in dessen Augen sie einen unfassbaren Schmerz erkennt und dem sie niemals näher kommen darf. Ich weiß halt nicht so genau, Leute, wie viele das werden. Es steht halt hinten, Fortsetzung folgt. Und es ist halt jetzt echt die Frage, hat sie es jetzt hier wieder so gemacht, dass sie in jedem Band ein neues Pärchen hat? Oder ist es ein Pärchen über mehrere Bände? Dann wäre es natürlich schwierig, wenn ich den jetzt sofort lesen würde, weil dann ist am Ende ein Cliffhanger drin und ich kann nicht weiterlesen. Und das hasse ich sehr. Aber ja, ich bin gespannt. Ich habe natürlich auch hier wirklich, wirklich große Lust drauf, es sofort und bald zu lesen. Aber ich habe eben ein bisschen Angst, dass es eine Reihe ist, wo mehrere Teile um ein und dasselbe Pärchen spielen und dann haben wir den Salat, wenn wir das lesen, zum Schluss einen Cliffhanger und dann... Man weiß ja nicht, wie lange man warten muss. Ich meine, es kam ja auch so plötzlich, dass der hier rauskam. Es war so, bäm, es kommt bald ein neues Buch in meiner Kasten. Was? Ja, mal gucken, Leute. Dann ist noch ein Leseexemplar bei mir eingezogen. Jetzt muss ich mal gucken. Von einem Buch, das im Englischen, Leute, so durch die Decke ging... Und das Ganze kommt im August. Es geht um Lore oder Lore. Und Leute, ich meine, ich brauche, glaube ich, nichts dazu sagen, aber dieses Buch ist unheimlich fett. Obwohl, es sieht dicker aus, als es ist. Es hat 570 Seiten. Also es sieht viel dicker aus. Was haben die für Papier genutzt? Naja, es ist auf jeden Fall ein absoluter Brummer. Es sieht fantastisch aus. Es sieht wunderschön aus. Ich muss ja sagen, ich habe es auch tatsächlich vorbestellt. In der Chest of Fandoms Special Edition mit Buchschnitt. Also es sieht halt wirklich, wirklich ganz, ganz göttlich aus. Und es geht auch um Götter. Die Jagd auf die Götter ist eröffnet. Seit 7 Jahren läuft Lore vor ihrem Schicksal davon. Einst war die Jagd auf griechische Götter ihr Leben, bis diese ihr alles genommen hat. Die Vergangenheit holt sie jedoch schlagartig ein, als die nächste Jagd erneut in New York stattfindet und eine der letzten ursprünglichen Göttinnen sie aufsucht. Athene bietet ihr ein Bündnis gegen den neuen Ares an, der Lores Familie ermordete. Aber schon bald muss Lore erkennen, dass es um viel mehr als um ihre persönliche Vergeltung geht, denn Ares möchte die ganze Welt in Schutt und Asche legen. Und ausgerechnet Lore, die nichts mehr mit den Göttern zu tun haben wollte, muss ihn aufhalten. Eine actionreiche Fantasy-Story von New York Times-Bestseller-Autorin Alexandra Bracken über Macht, Schicksal und Liebe. Naja, wir haben Lore. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Einzelband ist, aber könnte es sein. Es ist super fett. Ist, wie gesagt, im Englischen... ja, durch die Decke gegangen. Da hat man das überall gesehen, jeder hat es gehypt, gelesen. Deswegen war ich natürlich auch total neugierig und freue mich sehr, dass das Leseexemplar da ist. Ja, obwohl ich es eben auch noch in der Special Edition kriege. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mir gefällt. Das hoffe ich natürlich, weil sonst wäre das Geld für Chest of Fandoms echt umsonst ausgegeben worden. Aber wir gucken mal. Dann ist noch eine weitere Reihe von Ella Frank und Brooke Blaine bei mir eingezogen, die ich noch nicht gelesen habe. Und zwar ist das die Elite-Series. Also der eine ist irgendwie ein Sohn von einem Commander von der US Navy und der andere ist Pilot, Flugpilot.
Also Kämpferpilot, Fighter Pilot, ich kann es nicht so genau übersetzen. Ja, es könnte schon sehr heiß werden, Leute. Das ist eine dreiteilige Reihe, die ich wie gesagt noch nicht gelesen habe, aber die mussten halt auch bei mir einziehen. Dann der erste Teil von der ganz, ganz neuen Reihe von Ella Frank, Wicked Heat, basiert auf der Dare-Reihe und auf der Primetime-Reihe und auf der Bad Intentions-Reihe. Also, ihr wisst ja, es hängt alles zusammen bei den beiden. Und hier geht es um Ryan, den haben wir schon kennengelernt, und James, den haben wir auch schon kennengelernt. Also glaube ich, Jameson müsste der eine neue Feuerwehrmann sein, ich meine. Und ja, Ryan ist der Freund von Gabe aus der Bad Intentions-Reihe und der Assistent von, den habe ich jetzt gerade vergessen, wie heißt er denn? Auf jeden Fall von einem Nachrichtensprecher, um den es in der Primetime-Reihe geht. Und ja, die beiden werden sich wahrscheinlich verlieben, aber es wird eine mehrteilige Reihe. Und da ich ja weiß, dass bei Ella Frank es eigentlich immer so ist, dass Cliffhanger zum Schluss sind, habe ich ein bisschen Angst, den halt jetzt eigenständig zu lesen, weil die weiteren Bände sind halt noch nicht verfügbar. Und da muss ich jetzt noch warten, bis mal mindestens der zweite rauskommt. Also, ich glaube, der zweite dauert auch nicht mehr so lange. Ich weiß es aber nicht genau. Leute, mir wird so das Herz brechen, wenn ich mit den Autorinnen durch bin, ey. Oh Mann. So, dann habe ich mir noch eine, das Unforgettable Duett von Brooke Blaine geholt. Das ist zum einen Forget Me Not und zum anderen Remember Me When. Da kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen, worum es geht. Ich glaube, das wird so eine Story, die kannten sich schon mal und dann konnten sie nicht zusammen sein, dies, das und dann, ne? Weil irgendwas mit vergessen und erinnern und dies, das. Ich weiß nicht so genau, worum es geht. Aber da ich jetzt alles von den beiden kaufe, durfte das hier auch nicht fehlen. Genauso wie diese kleine Kurzgeschichtensammlung Jingle Bell Rock. Ich weiß, Jingle Bells, Weihnachten ist jetzt nicht gerade so ganz das Thema. Aber das ist so eine kleine Zusatz-Weihnachtsgeschichte, wo es um alle Pärchen geht, die wir schon kennengelernt haben. Zum einen eine Kurzgeschichte zu Logan und Tate aus der Temptations-Reihe. Love it. Ace und Dylan aus der Pre-Log-Series. Love it. Viper und Halo von Fallen Angel. Oh mein Gott. Robbie, Julian und Priest von der Confessions-Reihe. Leute, Ace könnte nicht geiler werden. Penta und Solo von Elite. Die habe ich ja noch nicht gelesen. Das heißt, die Elite-Reihe lese ich vorher. Ich meine, vielleicht hieß es mir wirklich für ein Weihnachten auf, aber ich glaube nicht. Shaw und Trent von South Haven. Und Paige und Dawson von der LA Liaison-Serie. Die ich da hier habe. genau, das ist quasi eine der ersten Reihen von Brooke Blaine, die LA Liaisons Series. Und zwar haben wir da Licked, Hooker und PITA. Genau, das sind die drei. Irgendwie hat jede von den beiden Autorinnen, sowohl Brooke Blaine als auch Ella Frank, eine der ersten Reihen mit Männer- und Frauenbeziehungen. Und danach haben sie beide auf Männer- und Männerbeziehungen umgeswitcht in ihren Büchern, was ich super lustig finde. Aber natürlich spielen auch die Frauen und Männer aus diesen ersten Reihen in den anderen Reihen mit. Und deswegen habe ich auch Exquisite gelesen von Ella Frank, die Exquisite dreiteilige Reihe. Und das hier ist jetzt eben die LA Liaisons-Reihe von Brooke Blaine, auf der dann auch irgendwie alles andere aufbaut. Nämlich die Ace-Reihe und die Bash-Reihe und alles hat irgendwo seinen Anfang. Und ja, da zählen die Reihen dazu. Dann, ihr Lieben, weiß ich gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Nämlich war das in der Fantasy-Büchse im März. Es kann aber sein, dass es erst Anfang April hier ankam, weil es lag noch auf meinem Neuzugängestapel. Deswegen, falls ich euch schon gezeigt habe, tut es mir sehr leid. Und zwar geht es um das hier, Der verbotene Wunsch von Stefanie Hasse. Ist tatsächlich auch eine Götterreihe, auch ein sehr, sehr schönes Buch, also sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Und das ist eben der erste Teil. Und das ist eben auch so eine Göttergeschichte, da freue ich mich drauf. Und dann habe ich halt Ende des Monats, wirklich erst ganz, ganz am Ende des Monats, einen Blick in meinen Kalender geworfen und habe geguckt, was von meinen Favoriten-Neuerscheinungen ich denn noch nicht gekauft habe und was noch nicht hier eingetroffen ist. Und habe deswegen Ende des Monats, Ende April, noch zwei Bücher bestellt.
Und die sind auch schon hier eingetroffen. Und zwar ist das zum einen das neue Buch von Sophie Gonzales, worauf ich mich sehr freue, nämlich Theoretisch Perfekt. Sophie Gonzales hat ja geschrieben, jetzt gucke ich mal, ob sie hier hinten drin ist. Nein, das ist natürlich nicht. Sie hat auf jeden Fall schon ein Coming-of-Age-Jugend-Boy-Loves-Boy-Buch geschrieben, wo es eben um einen Jungen geht, der im Sommer einen anderen Jungen kennenlernt. Und danach gehen sie dann plötzlich auf dieselbe Schule und dann merkt er halt, dass der Typ, mit dem er im Sommer rumgemacht hat, noch gar nicht geoutet ist. Das war eine sehr süße Story, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Es war halt wirklich eine sehr, wie soll ich das sagen, jetzt nicht so krass tiefgründig, es war halt wirklich einfach eine süße Love Story und das mag ich halt sehr gern. Und das hier ist jetzt der neue, nämlich Theoretisch Perfekt, wo es um ein Mädchen geht. Jeder weiß, wer Hilfe in Sachen Liebe benötigt, wendet sich an Spind 89. Was niemand weiß, hinter den anonymen Ratschlägen steckt Darcy Phillips. Und so soll es, wenn es nach Darcy geht, auch bleiben. Doch dann wird Darcy ausgerechnet von Alexander Broham, seines Zeichens Schwimmass und heißester Typ der Schule, beim Lehren des Spinds erwischt. Darcy will unbedingt verhindern, dass ihre geheime Identität auffliegt. Denn wenn herauskommt, dass sie hinter dem Spind steckt, könnten einige Dinge ans Licht kommen, auf die sie nicht gerade stolz ist. Und die Chancen stehen mehr als gut, dass Darcys beste Freundin und heimlicher Schwarm Brooke nie wieder ein Wort mit ihr wechseln würde. Damit Broham Darcys Geheimnis für sich behält, bleibt ihr also nichts anderes übrig, als seinen persönlichen Dating-Coach zu spielen. Das Ziel? Brohams Ex-Freundin zurückgewinnen. Was soll da schon schiefgehen? Ja, also sie ist in ihre beste Freundin verliebt, aber sie hat halt ein Geheimnis und das soll niemand wissen. Und um das zu bewahren, muss sie halt dem Typ helfen. So. Genau. Ich finde, es klingt super süß. Ich bin halt sehr, sehr gespannt, ob es dann halt auch eine lesbische Liebesgeschichte wird oder ob sie sich vielleicht am Ende doch in den Typen verliebt. Also ob sie vielleicht bi ist, man weiß ja nie, ne? Und ich finde das eigentlich super schön, dass solche diversen Themen jetzt öfters in Jugendbüchern auftauchen. Ich mag das wirklich sehr, sehr gern. Ja, und dann das letzte Buch für dieses Video, ich weiß das Video schon sehr lange, ist von Ashley Schumacher, Amelia, Alle Seiten des Lebens. Ein Buch, das ich unheimlich toll finde, weil es einfach fantastisch aussieht und es klingt auch nur ganz, ganz, ganz fantastisch. Ihre Liebe zu Büchern hat Amelia und Jenna zusammengebracht. Sie sind füreinander wie Schwestern und unzertrennlich, bis Jenna bei einem Autounfall stirbt. Mitten in ihrer Trauer erhält Amelia eine signierte Sonderausgabe ihres Lieblingsbuchs und begibt sich in der Hoffnung auf eine Nachricht von Jenna auf die Suche nach dem Absender. Dabei trifft sie ausgerechnet auf den jungen Star-Autor ihrer geliebten Orman-Chroniken Nolan E. Ansley, der sich in einer idyllischen Kleinstadt vor der Welt zu verstecken scheint. Gemeinsam lernen Amelia und Nolan Schritt für Schritt und Seite für Seite, dass es nie zu spät ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Also Leute, es klingt halt wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Das Cover dazu noch, also wirklich schön. Das ist ein Buch, auf das ich mich wirklich unheimlich freue, weil es hat mit der Welt der Bücher zu tun. Es hat aber auch mit dem Schmerz des Verlustes zu tun. Und sowas mag ich. Sowas mag ich sehr gern. Ja, und das Cover finde ich ganz toll. Ja, genau. Und das, ihr Lieben, ist das letzte Buch. Was im April hier eingezogen ist und da das Video wahrscheinlich zu lang ist, sage ich hier an der Stelle jetzt Tschüss und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr im April so gekauft habt. Bis dann, ciao!